Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Börsenupdate am heutigen Börsenmontag. Ja, und es geht weiter bergab beim DAX. Wir liegen unter der Marke von 14.800. Die hat ja bis dato immer noch als sogenannte Unterstützungslinie gegolten und halt eben den Markt so ein bisschen nach unten abgesichert. Aber selbst die ist aktuell gefallen. Jetzt könnte es durchaus rein charttechnisch natürlich so ausgehen, dass wir Richtung 14.500 und ein bisschen drunter gehen. Ja, die Gemengelage ist natürlich auch nicht einfach. Das Thema Nahost beschäftigt natürlich klar, die Börsen mittlerweile auch, der Konflikt zwischen Israel und Palästina und vor allen Dingen, wer könnte sich da noch alles einmischen, und davor hat man halt eben Angst, dass das Ganze mehr oder minder aus dem Ruder läuft, wenn der Iran, wenn die Hisbollah, wenn die Amerikaner dort tatsächlich jetzt dann mitmischen. Das möchte sich hier niemand vorstellen, davor haben die Börsen mittlerweile auch Respekt und bei Zeiten auch ein paar Ängste. Das heißt also, die Risikoaffinität, die geht aktuell durchaus natürlich nach unten. Ja, zudem haben wir diese Woche dann noch am Donnerstag EZB-Sitzung, heißt Christine Lagarde ist gefragt. Ja, und da will natürlich auch manch einer wissen, wie geht es denn hierzulande in der EU mit den Zinsen weiter? Wird sie nochmal 25 Basispunkte nochmal draufpacken oder wird sie jetzt zuerst mal eine Zinspause einläuten? Das ist der stehende Termin am Donnerstag, zu dem wir dann heute noch um 16 Uhr aus der EU das Verbrauchervertrauen bekommen. Ja, ansonsten muss man sagen, haben wir natürlich jede Menge Zahlen innerhalb dieser Woche, viel zu viele, um sie tatsächlich alle vorzutragen. Aber ich nenne mal die wesentlichen Zahlen aus dem DAX heraus. Da haben wir eine Beiersdorf, eine Deutsche Bank, dann haben wir eine Simrise, eine Covestro, eine Mercedes-Benz, eine MTU, eine Volkswagen noch dazu und auch eine Porsche AG. Ja, da ist also jede Menge diese Woche geboten und zudem kommen natürlich noch die amerikanischen Zahlen. Ja, und da ist natürlich auch einiges los im Kalender. Ich werfe direkt mal einen Blick für uns drauf. Da haben wir diese Woche noch Coca-Cola, Verizon, dann haben wir Microsoft, dann haben wir Snap noch mit dabei, Alphabet. Ja, und dann natürlich klar aus den Vereinigten Staaten weiter Mattel, T-Mobile, US, IBM, Meta und halt eben noch dann UPS, Amazon und Intel. Das heißt also, in Amerika läuft gerade die Quartalsberichtssaison richtig, richtig hoch. Aber wie gesagt, das alles nutzt nichts, wenn die Unternehmen gute Zahlen präsentieren. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind es ja, die momentan den DAX natürlich nach unten treiben. Gut, eine Stabilisierung durch gute Zahlen, das könnte durchaus möglich sein, aber es ist nach wie vor die Frage, was erreicht uns an Nachrichten aus Israel, aus dem Gazastreifen, wie geht es da dementsprechend weiter, weil das ist natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor und wir wissen ja, dass Börsen Unsicherheitsfaktoren mehr hassen als alles andere. Wenn wir heute mal auf den Markt schauen, ja, da sehen wir ein paar Aktien, die noch im grünen Bereich sind. Das ist eine Heidelberg Materials, das ist eine Siemens, eine Covestro, habe ich schon gesagt, Covestro diese Woche auch mit Zahlen. Dann haben wir die Siemens Healthineers mit unter den Top 5 und auch eine Henkel. Im unteren Bereich, das heißt Top-Verlierer aktuell, da sehen wir eine Merck, eine Sartorius. Ja, Sartorius, nach den Zahlen, einen Tag ist es ordentlich nach oben gegangen, danach schon wieder Ende in der Aufwärtsbewegung. Heißt also, die Aktionäre und vor allen Dingen die Analysten schauen sich das Zahlenwerk und den Ausblick natürlich bei Sartorius ganz genau an. Und da hat JP Morgan jetzt von Analystenseite aus die Aktien zuerst mal downgeratet auf nur noch Kursziel 265 Euro. Ähnliches haben wir auch schon von Warburg Research gehört. Also da war man natürlich nicht begeistert über das Zahlenwerk. Dann haben wir unten noch Siemens Energy. Vonovia hängt nach wie vor tief. Ja, das Thema Immobilien ist und bleibt natürlich schwierig, vor allen Dingen bei weiter steigenden Zinsen. Ja, und dann haben wir noch Porsche, die halt eben unten am DAX-Ende aktuell notieren. Das ist die Gemengelage am heutigen Montag. Ich werde für Sie natürlich am Mittwoch wieder berichten.